Ja, dann sofort. Ich wollte nur die Reihe zu Ende machen und dann. Ich wollte nur kurz was richtigstellen zum Thema Differenzierung Bitte zwischen Jung und erst Alt. du kommst. Gerade bei uns, bei Fridays for Future, geht es nicht darum, zwischen Jung und Alt zu differenzieren, sondern es wird zwangsläufig nur zwischen Anhängern, also Leuten, die sich aktiv dafür einsetzen, differenziert und Leuten, denen das offensichtlich egal ist. Und auf der letzten Demo hier in Wetzlar waren wir unglaublich begeistert, dass sehr viele, auch ältere Leute, mit Plakaten auf der Straße waren und Fahrrädern und ihren Enkelkindern. Und das freut uns natürlich. Leider ist es nun mal so, dass wir das Problem ansprechen und dass sich deshalb viele ältere Menschen davon angegriffen fühlen. Also es geht bei uns nicht um Schuldzuweisung, sondern um Problemlösung. Und da müssten wir unterscheiden. Also wir wollen nicht die alten Menschen außen vor lassen, sondern wir freuen uns natürlich, wenn ältere Menschen mit dazukommen und sich mit uns für unsere Sache einsetzen. Ja, vielen Dank für die Klarstellung. Es ist übrigens auch ein wichtiger Befund, wir hatten vorhin darüber gesprochen, aus der Shell-Studie, dass die frühere APO-Bewegung und die jetzige außerparlamentarische Bewegung sich darin wesentlich unterscheidet, dass das damals eine Kampfansage gegen die ältere Generation war. Verständlicherweise, wenn man die Studienverhältnisse in meiner Zeit noch kannte, wo die Universitäten unzureichend nur entnazifiziert waren, hatten wir gute Gründe, uns gegen die alte Generation zu stellen. Das war einer der Hintergründe. Hier ist es ganz anders. Das wird allgemein festgestellt, dass die Jungen sehr den Konsens suchen und sagen nur den Älteren, ihr habt nicht genügend darauf geachtet und wir helfen euch, diese Aufgaben zu erfüllen. So habe ich es verstanden und das finde ich etwas ganz anderes und etwas sehr Wesentliches. Jetzt würde ich gerne Lukas das Wort geben, weil er eben doch ziemlich angegriffen worden ist und ich möchte nicht, dass es einfach so stehen bleibt. Lukas, bitte. Also der Punkt, der gerade eben von zweien schon angesprochen wurde, dieses Alt gegen Jung, ich glaube auch nicht, dass das irgendwo der Punkt ist. Ich will aber anfangen bei dem, was du gerade eben so ein Stück weit angedeutet hast. Ihr differenziert nur für die, die mit euch aktiv sind und die, die nicht aktiv sind. Was ist denn mit denen, denen das Ziel wichtig ist, aber eure konkrete Umsetzung, eure konkreten Forderungen eben nicht, die sind eben nicht Teil. Was ist mit denen? Sind die gegen für euch? Nein, also und so präzise müssen wir dann an der Frage einfach sein. Und deshalb fand ich das, was Sie gerade eben gesagt haben, vollkommen anmaßend. Also Punkt 1, mir erstmal zu sagen, das, was ich gesagt habe, Quatsch ist, das würde ich zu Ihnen niemals sagen. Das würde ich niemals sagen, weil ich glaube, jedes Argument wert ist, gehört zu werden. Das ist Punkt 1. Punkt 2, was glauben Sie, ich gucke jetzt einmal dahin, dass Politik Charakterdeformation ist? Dass wir hier vorne sitzen, wir vier, weil wir uns gerne irgendwie das anhören, was Fünf. dann gerade eben, wie gerade eben Fünf, gesagt wurde, Lukas. oder fünf? Fünf. Sorry, ich wollte dich nicht vergessen. Nein, aber jetzt mal im Ernst. Also glauben Sie, das macht Spaß? Nein, das ist ganz im Gegenteil. Das macht kein. Nein, 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 nein. Das war eine rhetorische Frage. Dürfen Sie gleich. Jetzt bin ich dran. Das macht keinen Spaß. Sondern wir machen das, weil wir davon überzeugt sind, von unserer Position. Und glauben Sie mir, ich glaube, wir alle fünf, die wir hier sitzen, uns ist das Thema Klima definitiv wichtig. Wir wollen etwas verändern und wir streiten dafür. Mit ganz unterschiedlichen Wegen, aber in dem Ziel sind wir uns doch ziemlich einig. Und dann finde ich es ehrlich gesagt unfein, wenn man uns dann so etwas vorhält oder dass man Kinder fast warnen davor müsse, in die Politik zu gehen. Also Freunde, ich glaube, das kann man so wirklich nicht ganz stehen lassen. Und was ich, der dritte Punkt, ist eben die Sache, die du gerade eben so angedeutet hast mit der Wissenschaft und es gibt dort eine Meinung. Es gibt selbst in der Wissenschaft ganz unterschiedliche Meinungen. Und das sind jetzt nicht irgendwelche abgespaceden Leute, sondern es wird einfach darüber diskutiert. Also ich selbst bin auch in der Forschung, es ist normal zu diskutieren. Es gibt niemals eine abgeschlossene Meinung. Und wie wichtig ist es in der Demokratie zu sagen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt? Wie wichtig ist das? Und zuzulassen, dass auch unterschiedlich darüber diskutiert wird. Und dass zum Beispiel Wege, ein Ziel zu erreichen, auch unterschiedlich sein können und deshalb nicht schlechter, sondern ganz im Gegenteil besser, weil wir darüber diskutieren, was der beste Weg ist. Und deshalb diese Konfrontative, und man muss jetzt dem folgen. Ein Beispiel: Fridays for Future fordert 180 € pro Tonne CO2, sollte also der CO2-Preis sein. Bedeutet am Ende des Tages für eine vierköpfige durchschnittliche Familie bei einem durchschnittlichen Energieverbrauch 2.500 € mehr Endabrechnung. Aber am Für Ende, das Energie. muss ich sagen, aber am Für Ende. Energie, nein, jetzt lass mich kurz aufreden. Dann muss man halt genauso auch dazu sagen, wie man das Ganze gegenfinanziert. Das ist eben in der Politik, ist immer auch die Kunst davon, unterschiedliche Meinungen auszugleichen, zu tarieren, darüber zu überlegen, wen betrifft das noch? Und meine Güte, es gibt doch noch mehr als das CO2. Ja klar, das ist wichtig.
Aber es gibt auch noch andere Ziele, soziale Ziele, gesellschaftliche Ziele, die genauso zu erreichen sind. Und das finde ich eben wichtig und das geht in dieser Debatte auch hier gerade vollkommen verloren. Dass es gilt, das auszugleichen, miteinander ins Gespräch zu kommen, keine Allgemeinplätze zu machen. Ich finde das wichtig, ich finde das wichtig. Ja, wir finden das alle wichtig. Wie erreichen wir das konkret? Das sollte eigentlich sein und das sollte eigentlich auch so eine Diskussion hinführen. Und das fehlte mir jetzt gerade eben ein bisschen und deshalb war das jetzt auch ein leicht emotionaler Moment. Ich bedanke mich aber trotzdem, dass wir so schön in der Diskussion sind. Ja. Okay. Jetzt, ich habe sehr, sehr viele Wortmeldungen. Ich habe sehr, sehr viele Wortmeldungen. Ich hoffe, ich habe sie noch alle im Kopf. Ich würde jetzt gerne, ganz kurz, ja, und dann kommen drei Voten von hier und dann gehe ich auf die Voten ein, die ich aus dem Publikum gesehen habe. Es sind schon 4, 5. Das kommt dann, ja? Sie, bitte, ganz kurz. Also, erstmal vorneweg. Ich habe vorhin den Joschka als Beispiel gebracht, weil Politik durchaus dazu verführen kann, wenn man sich einmal in der Hierarchie nach oben gearbeitet hat, seine Ideale zu verlieren. Punkt. Ich selbst bin und war jahrelang politisch aktiv, bis zu meinem Umzug auch 6 Jahre in der Fraktionsarbeit tätig und auch im Gemeindevorstand meiner Gemeinde tätig. Ich weiß, dass Politik durchaus Spaß machen kann. Ich weiß auch, dass man in der Politik sich gegenseitig sehr gut hochkochen kann. Ich weiß aber auch, dass man in der Politik oftmals das Gefühl hat, gegen die berühmten Windmühlen zu kämpfen und mit dem, was man eigentlich sagen will, überhaupt nicht gehört wird. Und das, was man eigentlich umsetzen will, völlig untergeht, weil man beispielsweise von seinen Idealen her einer politischen Partei angehört, die in der Gemeinde nicht das größte Ansehen genießt. Und da spreche ich jetzt Gottes Willen, nicht von der AfD. Ich rede von anderen kleinen Parteien. Wir reden hier von jungen Menschen und Gott sei Dank nicht mehr nur Schülern, sondern einer Bewegung, die inzwischen von FFF zu People for Future hintendiert, weil es, wie schon oftmals gesagt wurde, uns alle tangiert und nicht nur die Jugendlichen. Was passiert? Die Politik wird angesprochen und zwar quer durch die Bandbreite. Alle Parteien werden angesprochen. Das ist politisches Engagement. Man muss nicht mit 16 schon wissen, welcher Partei man irgendwann mal möglicherweise angehören will. Und was ich halt gar nicht leiden kann, das war jetzt so, betrifft quasi so den letzten Abschnitt Ihres Vortrags, von den jungen Leuten zu erwarten, dass sie quasi die allumfassende Lösung liefern. So, vielen Dank. Darf ich Sie bitten, ganz kurz, wir müssen jetzt versuchen, ein bisschen disziplinierter zu reden, weil es doch sehr viele wichtige Themen gibt, die sich jetzt, ich würde jetzt gerne, weil hier 30 gemeldet haben, Michael, du zuerst, bitte. Und ich würde dich bitten, kurz zu halten, weil es mehrere andere Meldungen aus dem Publikum gibt. Ja? Erstmal wollte ich gerne was dazu sagen, oder generell erstmal dazu sagen, ich glaube, wir sind heute zusammengekommen, weil wir auf einer Ebene diskutieren und sprechen möchten und ich glaube, das ist gerade teilweise schon wirklich ein bisschen abhanden gekommen. Und ich würde mich freuen, wenn wir das auf einer gewissen Ebene lassen und auch gehört werden. Und ich glaube, das ist der Grund, weshalb wir hier zusammengekommen sind. Natürlich. Und ich denke, wir sollten es dabei belassen. Das würde mich generell sehr, sehr freuen. Zusätzlich möchte ich noch gerne was sagen zu dem, was die Dame eben, ich sehe sie gerade nicht, weil sie sitzt, glaube ich, hinter dem Pfosten, gesagt hat. Und zwar, dass es nicht um Jung und Alt geht und genau der Meinung sind wir auch. Es geht nicht nur um Jung und Alt, aber man muss ihnen doch für gut halten, dass die Jüngeren sich eben dafür einsetzen, egal in welchem Umfeld, egal wie, aber sie setzen sich für was ein, was besonders wichtig für alle ist. Und gleichzeitig möchte ich Ihnen mal ein Beispiel geben, was ich gerade in der Situation erfahren habe, als die Kollegin hier auf der anderen Seite gesagt hat, ob es denn ist, dass man sich vielleicht darin etwas einschränkt und einfach nur Rindfleisch verringert, was man konsumiert und eher Hähnchen isst. Und dann habe ich mal rumgeschaut und habe gesehen, wie einige, und da sage ich jetzt bewusst, ältere Personen, mit dem Kopf geschüttelt haben einfach. Und dann frage ich mich, wieso? Ich frage mich, wieso? Weil wenn ich das Fleisch, und das ist auch wieder bewiesen, das kommt nicht nur von der Partei, sondern ist auch wieder bewiesen, wenn ich meinen Fleischkonsum bis zu einer gewissen Grenze einschränke, habe ich 400 Kilogramm CO2, was ich im Jahr pro Person einspare. Und Sie können sich nicht vorstellen, was ich mir für einen Quatsch anhören musste, weil ich vor anderthalb Jahren gesagt habe, ich esse kein Fleisch mehr, gar kein Fleisch, ich esse keinen Fisch mehr, ich trinke keine Milch mehr. Was ich mir anhören musste von meinen Kumpels, und ich sage jetzt bewusst Kumpels, weil ich sehr gut mit denen bin, die haben mich versucht, lächerlich zu machen. Und das können Sie sich nicht vorstellen. Aber es ist doch meine Entscheidung, in dem Fall zu sagen, ich mache das jetzt.
Und jeder, der da sagt, ich trete für etwas ein, der ist beispielsweise bei uns willkommen und ich glaube, ich spreche auch für alle hier. Der ist bei allen, ob das eine Bewegung ist, ob das eine Partei ist, völlig egal. Der ist willkommen oder sie ist willkommen, weil sie für sofort etwas eintritt. Und genau deshalb muss ich den Kollegen gerade noch unterstützen, dem ich sage, oder wo gesagt wurde, glauben Sie, das macht Spaß, wenn man so untergebuttert wird oder wenn man für etwas stehen möchte? Wir sind doch alle in eine Partei eingetreten oder sind bei Fridays for Future, weil wir für etwas stehen möchten. Und das ist der Punkt. Wir wollen verändern. Und deswegen wollen wir etwas Gutes. Wir haben andere Ansichten. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber deswegen sind wir in einer Demokratie. Und ich glaube, da sollten wir die Ebene wirklich so behalten, dass wir ordentlich miteinander sprechen können. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt Lukas und dann kommt noch Akop und dann kommen die Meldungen aus dem Publikum weiter. Du auch noch? Ja, ich würde gerne noch mal was zum Thema, was jetzt unsere Runde auch hier betrifft oder generell die Politik betrifft, Frauen in der Politik ansprechen. Es ist, denke ich mal, wenn wir das generell über die meisten Parteien sagen, ein Problem, dass viele Frauen nicht den Weg in die Politik finden beziehungsweise nicht das Gefühl haben, wenn sie in die Politik gehen, dort Gehör zu finden oder in den Parteien so Einfluss zu nehmen, dass sie einen Einfluss auf die Entscheidungen später in den Parteien treffen. Und da finde ich, ist es auch eine wichtige Verantwortung von uns Parteien, dass wir mehr uns für Feminismus einsetzen, mehr dafür einsetzen, dass Parteien Frauen es leichter machen, auch in ihren Rängen gehört zu werden und aufzusteigen, weil es ist immer noch schlimm, dass so wenig Frauen in der politischen Diskussion weiter also gehört werden bzw. Die Diskussion selber führen. Und zu dem Thema jetzt, ich meine, was mich so ein bisschen komisch stimmt, ist, dass wir hier eine Diskussion haben. Einerseits finde ich es gut, dass wir eine ziemlich konstruktive Diskussion haben mit Fridays for Future, aber auf der anderen Seite habe ich immer das Gefühl, dass die Fridays for Future Schüler sich ein wenig hier dafür rechtfertigen müssen, dass sie überhaupt hingehen und sich engagieren. Und das, also teilweise. Und das finde ich gar nicht so. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass man sich auf verschiedener Ebene politisch engagiert, beziehungsweise einfach auch seine Meinung sagt, seine Meinung kundtut und damit zu einer öffentlichen Diskussion kommt, was natürlich in einem Maßstab wäre, die Persönlichkeitsrechte eines anderen nicht verletzt, aber dass man seine Meinung kundtut und damit den anderen die Möglichkeit gibt, auch seine Meinung zu ändern bzw. auf die Meinung einer anderen Person einzugehen. Und deswegen finde ich es wichtig, dass hier in der Regel konstruktiv miteinander diskutiert wird. So, ich habe noch zwei Meldungen hier oben, die entstanden sind aus der Diskussion. Ja, vielleicht auch nochmal zu dem Themenkomplex Partei oder Parteimitglied und sich engagieren. Also ich war auch vor ein paar Jahren Mitglied einer Bewegung und bin aber weiterhin, also war Parteimitglied und dann ist eine Bewegung entstanden, Thema völlig egal, aber wir haben es quasi mit relativ vielen dazu gebracht, dass wir das Thema im Bundestag hatten, es wurde abgestimmt und auch zu unseren Gunsten. Das heißt, dass man kann etwas durch eine Bewegung auch erreichen, egal ob man Parteimitglied ist oder nicht. Da wollte ich einfach nicht werben, aber einfach vielleicht auch sagen, dass das eine das andere tatsächlich nicht ausschließt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir ein paar Leute von Fridays for Future bei uns hätten. Ja, das bereichert uns nur. Wir sind eine Volkspartei. Wir haben ganz viele verschiedene Meinungen, mit denen ich auch manchmal nicht so zufrieden bin oder d'accord bin. Das heißt, also man ist ja auch immer in der Auseinandersetzung. Und dann kommen wir auch so zu dem, was du eben gesagt hattest, dass ihr eine wissenschaftliche Bewegung seid. Also ich kenne auch relativ viele Wissenschaftler oder die in der Forschung tätig sind, die jetzt nicht unbedingt mit dem d'accord sind, was ihr fordert oder wo ihr sagt, wir sind, das ist die Meinung und die ist es und sonst keine andere. Und dafür würde ich aber auch gerne mal werben, dass man einfach in die Auseinandersetzung geht, dass man das jeweils andere Argument hört und vielleicht haben die recht, vielleicht habt ihr recht, also dass man einfach in dieser Auseinandersetzung bleibt und am Ende tatsächlich die beste Lösung für alle findet. Und die dritte Sache, die ich sagen wollte, wir reden relativ viel heute über das Klima, aber ich glaube, es geht grundsätzlich ja um Generationengerechtigkeit. Also wem gehört die Zukunft? Die Zukunft gehört der Generationengerechtigkeit. Wir haben 2011 beispielsweise die Schuldenbremse in Hessen eingeführt, ja, weil wir gesagt haben,
Es ist unfair, dass wir jetzt viel mehr Geld ausgeben, als wir haben, und das müssen wir jungen Leute später ausbaden. Das war zum Beispiel eine Sache. Ja, wie finanzieren wir unsere Rente? So Sachen. Also es sind, glaube ich, ganz viele Punkte, die damit einfließen, dass wir irgendwann mal immer noch gut leben können, dass es generationengerecht ist. Und da fließt natürlich das Klima mit ein. Aber ich glaube, man muss es einfach ein bisschen größer betrachten. Und am Ende sind natürlich Entscheidungen der Politik auch Kompromisse und auch quasi Ergebnisse von Auseinandersetzungen. Und dafür würde ich gerne mal werben. Ja, ich danke dir. Das leitet nachher über zum weiteren Themenkomplex, ja, dass wir Klimapolitik mehr in einem umfassenderen Kontext noch mal kurz diskutieren wollen. Jetzt hatte noch Andreas sich gemeldet und dann kommen die Meldungen erstmal aus dem Publikum. Nee, lass erstmal die aus dem Publikum. Ja, Andreas, bitte genau, kurz. Ich wollte noch mal auf den Herrn eingehen von der Friedensbewegung, weil er mich ja eben noch persönlich auch angesprochen hatte. Und zwar das Soziale und das Ökologische. Natürlich, die Leute, die aktuell mit der Kohle ihr Geld verdienen, die aktuell allgemein mit umweltschädlichen Dingen Geld verdienen, natürlich wollen die Arbeiterinnen und Arbeiter auch danach noch arbeiten. Da muss man natürlich definitiv auch als Staat investieren, dass diese Leute weiterhin eine Arbeit haben. Es wird neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Ist definitiv so. Die erneuerbaren Energien, auch wenn wir es jetzt leider verpasst haben, die letzten Jahre weiter zu forschen, weiter das voranzutreiben, um Vorreiter weltweit zu werden. Aber da wird es halt definitiv auch neue Arbeitsplätze geben. Und als Gesetzgeber, als Staat, muss man da natürlich Sorge für tragen. Und der andere Punkt war das Gesellschaftliche. Wir haben jetzt natürlich jetzt hier eine Frau als Vertreterin von Fridays for Future. Auch da brauchen wir als gesamte Gesellschaft ein Umdenken. Wir haben es aktuell eine Friedensbewegung, also eine Revolution in Nordsyrien, also in Rojava. Die ist feministisch, die ist antikapitalistisch und die ist ökologisch. Nur was machen wir als westliche Länder, auch halt die Bundesregierung? Wir verkaufen die, wir verraten sie und geben sie am Ende dem Faschisten Erdogan her. Und aktuell, während wir hier sitzen, findet da ein Genozid statt, an denen wir uns eigentlich messen sollten. Wir sollten die als Vorbild nehmen. Stattdessen siegt da halt die Wirtschaft. Und ich denke, da müssen wir als Gesellschaft auf jeden Fall uns dahin wandeln, dass wir solidarisch eben die Werte vertreten, die aktuell da bekämpft werden. Ja, vielen Dank. Das geht auch in die Richtung eines größeren Kontextes, auf den wir nachher nochmal zurückkommen wollen. Jetzt aber erst die Meldung. Herr Minde, bitte. Herr Matthias hat eingangs den Begriff der Wahrheit ein bisschen ungeschickt vielleicht angewendet. Er hat aber damit, glaube ich, so wie ich ihn verstanden habe, nur gemeint, wir werden es schon sehen, was der Klimawandel uns bringt. Das wird die Wahrheit dann sein. Ja, wir haben aber, denke ich, im Bereich der Wissenschaft natürlich nur immer Modelle. Und die können zutreffen, die können gut gerechnet sein, die können auch schlecht sein. Also ich denke aber trotzdem, dass man ganz vorsichtig da von einer Wahrheit sprechen kann, wie genau die gleiche Wahrheit, wie das Handy funktioniert und das Auto funktioniert und das Flugzeug funktioniert, nämlich dass wir auf eine Situation zusteuern, von denen wir die so teuer wird oder die uns sogar zu einem Verlust der Demokratie führt, weil man dann die Leute zwingen muss, eben CO2 zu vermeiden oder was auch immer. Das kann ich mir gar nicht ausmalen. Also die Fluchtgeschichte auch ganz abgesehen. Nein, meine Frage, wenn es interessant wird, unsere Diskussion hier, dann war das gerade so ein Punkt, wo Sie gesagt haben, ja, Friday for Futures fordert 180 Euro für den für CO2-Tonne. Wo kommen wir denn dahin? Da müssen ja die Familien, die einfachen Leute, wie viel? 2.000 Euro mehr im Jahr bezahlen. Ja, die Lösung, die mir sofort in den Kopf springt, das Geld, was man einnimmt für diese Tonnen CO2, das steht doch zur Verfügung. Das kann man doch einsetzen, zum Beispiel in den öffentlichen Nahverkehr oder in Ruftaxis auf den Dörfern. Und wenn die ganzen Familien kein Auto mehr brauchen, dann haben sie die 2.000, also dann ist das nicht nur 2.000 Euro eingespart, sondern dann können wir das locker stemmen.
Ja? Also solche Sachen, darüber diskutieren, bitte, wie kommen wir weg von den fossilen Verbrennungen? Sonst brauchen wir, glaube ich, hier in diesem Raum, um nichts mehr zu diskutieren. Mich ärgert das auch immer, dass immer so die persönliche Lebensart und Weise dann so hervorgehoben wird. Dann fotografiert man Greta Thunberg mit Plastikgeschirr im Zug. Ja, haha, auch sie verbraucht Plastik. Das ist unfair. Ja, das ist einfach unfair und dumm, weil es geht nicht darum, Leute wie Friday for, die sich bei Friday for Future engagieren, zu diskreditieren oder irgendwie vorzuführen. Oder jetzt gerade vielleicht möglicherweise diese Geschichte mit Schweden und so weiter, ja, dass das vielleicht nicht gestimmt hat. Das ist mir doch egal. Ja, aber darum brauchen wir doch... Ja, ist doch okay, aber Sie treten hier auf und tun so, als wäre dadurch Friday for Futures diskreditiert. Sie sagen... Ja, lassen wir das bitte stehen. Ja, ist okay. Man kann natürlich Falschaussagen richtig stellen und das ist auch ganz richtig so. Wir diskutieren ja auch darüber. Aber jetzt diskutieren wir doch hoffentlich darüber, wie wir von dem CO2-Ausstoß runterkommen und wie wir das organisieren. Das ist doch auch... Und deswegen die Frage an Sie, konkret, das war auch Ihr letztes Wort, konkret, wie machen wir das? Da habe ich von Ihnen noch nichts gehört, so Überzeugendes. Kommt sofort. Ich würde gerne erst die Meldungen, die im Publikum sind. Sonst machen wir Folgendes, wir reden nur miteinander, das ist äußerst interessant. Aber wir hatten ja auch den Anspruch, die dabei sind, mit einzubeziehen. Christa hatte sich gemeldet. Dann, bitte. Christa Leindecker. Ich habe noch mal eine grundsätzliche Frage. Das ist in Teilen schon angesprochen worden, aber für mich sind es immer zwei Ebenen. Also das eine sind die individuellen Lösungsansätze, was jeder tun, lassen und so weiter kann. Ich glaube, das ist ziemlich unstrittig. Also vielleicht tun sich einige schwer in der Umsetzung, aber ich glaube, da gibt es keinen Dissens. Mich würde wirklich interessieren, ich habe das aber leider auch nicht differenzierter gelesen, und wir haben es jetzt ein Stück ja auch schon berührt in der Diskussion. Was sind die Vorstellungen zum Beispiel von Fridays for Future? Also ich finde das Ihre Initiative ganz toll, also als breite Bewegung. Aber als Alt-68erin frage ich mich wirklich, also wie kann es in die politischen, also in die Institutionalisierung gehen, weil ich schon weiß, dass auch 68 eine Menge erreicht wurde, vielleicht mehr oder weniger still, Strafrechtsreform, also ich will das nicht alles aufzählen, ja, aber das hat sehr wohl Auswirkungen an vielen Stellen gehabt. Und mich würde wirklich interessieren, Sie haben gesagt, ja, vielleicht gehe ich mal in eine Partei, also haben Sie eine eigene Vorstellung, wie das Ganze so institutionalisiert werden kann, dass man wirklich Macht hat? Oder ist es tatsächlich die Idee, die Basisdemokratie wird so breit und so mächtig, dass sie darüber Macht ausübt? Also ich versuche es wirklich zu verstehen, was Ihre Ideen dazu sind, weil ich glaube, ohne Macht kommt man nicht aus. Also ich fürchte das und ich glaube, es gibt tatsächlich einen Gap zwischen denen, die im Moment politisch in der Verantwortung sind, denen unterstelle ich jetzt nicht allen böse Dinge, ja, natürlich geht es da auch um Macht und Machterhalt, aber wie kann das mehr zusammen in Dialog kommen, dass die in Verantwortung sind oder dass man auch selber welche übernimmt, also jetzt auch in Parteien oder sonst wo, also dass das mehr, wie soll ich sagen, real wird, also realer. Danke. Jetzt habe ich noch zwei Wortmeldungen erst und dann drei sogar und dann würde ich gerne wieder nochmal hier vorne die Gelegenheit geben weiter. Ja, bitteschön. Ja, mein Name ist Herbert Ross aus Grabmann. Also ich denke, grundsätzlich ist das ganz große Problem, ist ja auch das Thema heute, Politik auf die Couch. So. Also Politik soll ja die Rahmenbedingungen setzen, nach der im Grunde genommen alles letztlich funktioniert. Aber wir wissen ja alle, dass wir eigentlich in der Lobbykratie leben. Und wir, ich habe mal in einer Sendung, Presseclub, sagte eigentlich, wir sind eigentlich in den letzten 20 Jahren von einer Kanzlerin
das will ich ein bisschen wertvoll sagen, praktisch anästhesiert worden. Ja? Also wir sind quasi, sozusagen, wir haben uns gewöhnt in 50 Jahren, ich bin 49 geboren, wir haben noch früher jeden Morgen unsere Kohle selbst angezündet und das ganze Haus war kalt. Wir haben uns gewöhnt an einen Wohlstand, der gigantisch ist. Ja? Und kein Mensch will einen Zentimeter zurück. Und dann leben wir in einer Konsensrepublik. Es wird so lange geredet, wenn man Per Steinbrück zum Beispiel liest, das Buch Unterm Strich, da beschreibt er das, wie so der ganze Politikbetrieb ist. Es wird alles so lang zerredet, bis es auf null, ja, runder Regel ist. Was uns fehlt, sind Leute, die mit Wissenschaft und mit einem klaren Denken, ja, Flöcke einschlagen, dem Volk was erklären, dass es wehtut und wo es wehtut und wo es sinnvoll ist, Einschnitte zu machen. Ja? Egal ob der Flugverkehr, versteht kein Mensch, dass der Flugverkehr keine Mehrwertsteuer hat, dass oben kann man rumfliegen für ein Apfel und ein Ei, unten, wenn ich ein paar Kilometer auf der Autobahn fahre, muss ich viel bezahlen und so weiter. Das sind alles Dinge, die kein Mensch versteht. Ja? Und ich sage mal, es gibt, nur noch zum Abschluss, es gibt letztlich das, was aus dem alten Griechenland schon gibt, vier Grundbegriffe, das ist Klugheit, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung. Das sind die großen Tugenden, ja, und die müssen wieder auf die Tagesordnung, dass Leute, die in der Politik sind, und da spreche ich euch junge Leute an, dass ihr Mut habt, ja, hochzugehen, eure Meinung zu sagen, Flöcke einzuschlagen, sage, es geht nicht anders. Jetzt habe ich zum Beispiel gehört, dass auf der Titanic damals hat die Glocke geläutet, der Eisberg war vorne, es hat 15 Minuten gedauert, bis das erste Reaktion auf dieses Glockenläuten war. Da vorne war aber der Eisberg. Genauso sind wir heute auch dran. Die Glocke hat geläutet, aber wir haben noch Zeit. Ja. Danke. Wir haben vielleicht, viele sagen, dass wir nur noch ganz wenig Zeit haben oder dass es schon zu spät ist, aber wir haben nicht mehr viel Zeit, miteinander zu reden. Deswegen das letzte Votum von Ihnen da hinten und dann, ja, bitteschön. Dieses heutige Gespräch ist erwartungsgemäß wie üblich in der Zivilisation abgelaufen. Wir haben uns gegeneinander ausgesprochen, auch wenn wir uns respektvoll anerkennen, dass jeder seine Position hat. Das Thema war allerdings Politik auf die Couch und da danke ich dem Herrn Hart erstmal für die Stärke, die Moderation durchzuhalten und für die Einführung hauptsächlich, weil mit höchstem Respekt für jegliches Engagement, egal wer sich engagiert, ob Wissenschaftler, ob Privatleute, ob Parteimitglieder oder einfache Bürger, mit Kenntnis und ohne Kenntnis, mit Emotion oder ohne Emotion. Was in der ganzen Geschichte, was durch die ganze Geschichte kaschiert wird, ist, dass alle gesellschaftlichen Probleme auf den Tisch kommen, was deutlich macht, was zweimal hier heute angesprochen worden ist, dass wir zusätzlich noch den Mut haben müssen, eine grundsätzliche Wirtschafts- und Gesellschaftsdebatte zu führen, die diese Systematik, die diesen Karren gerade gegen die Wand fährt, grundsätzlich so in Frage zu stellen und herauszufinden, nicht die Menschheit fragen, ob sie auf die Couch darf oder will, sondern wir kommen nicht mehr drum rum. Dieses tradierte System von Anfang an neu zu denken und so konstruktiv zu gestalten, dass wir Generationen jahrhundertelang auf diesem Planeten erhalten können. Die werden wir noch brauchen, die Jahrhunderte, um diese Menschheit woanders hinzubringen. Aber den Planeten zu zerstören dabei, das wäre das Selbstmordurteil par excellence. Von daher Gesellschaftskritik, Wirtschaftskritik und dann lösen sich alle Dinge von selbst, weil wenn die Menschen merken, dass was sie sowieso schon spüren, ernst genommen wird, dann sind sie alle bereit, ihr Potenzial zu verschenken für die Lösungen. Egal wo, ob nun ein einfacher Hilfsarbeiter oder ein Wissenschaftler. Wir haben ja geradezu Lust daran, an der Lösung zu arbeiten. Und das Gegeneinander ist nur ein Instrument der Mächtigen, uns gegeneinander aufzuhetzen. Lasst euch nicht die Augen wischen. Ihr müsst noch tiefer gucken.
Danke. Okay, ja, vielen Dank. Es wäre eine wunderbare Überleitung zu dem Thema, das ich noch diskutieren wollte, zu dem wir heute nicht mehr kommen.